Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Android-Stream in dieser Woche. Kleine technische Probleme am Anfang, ist hoffentlich irgendwie ein gutes Zeichen dann zumindest für den Rest des Streams, dass wir die so schnell beheben konnten. Jetzt bin ich bei Ihnen und kann wieder mit Ihnen ein bisschen Android programmieren. Wenn Sie Lust haben, dann sagen Sie doch einfach mal kurz im Chat Hallo. Am besten im Twitch-Chat, denn der Chat von der Uni Regensburg, der macht im Moment so ein paar Probleme. Also wenn Sie auch so früh am Morgen jetzt schon Lust haben, ein bisschen Android zu programmieren, dann lassen Sie mich das im Chat wissen. Super, ein paar Leute sind da. Und ich habe auch eigentlich vor, direkt mit Ihnen ein bisschen praktisch zu arbeiten. Ich habe jetzt keine Folien vorbereitet für den Rückblick auf die aktuelle Kurswoche. Wir können das ja mal ganz kurz zusammenfassen, auch ohne Folien. Sie haben sich, wenn Sie sich die Folien schon angeschaut haben, so ein bisschen mit dem Android-App-Markt auseinandergesetzt, haben vielleicht noch so ein bisschen mehr Insights bekommen, was denn jetzt eigentlich so die Herausforderungen, auch die Hürden sind, wenn Sie das Ganze, was wir so im letzten Semester gemacht haben, nicht nur an der Uni machen möchten oder an der Hochschule, sondern tatsächlich auch beruflich oder irgendwie Geld damit verdienen möchten. Also wie kann man einsteigen in den tatsächlichen App-Markt? Das, was da so steht, das ist ja relativ viel auch mit entsprechenden wissenschaftlichen Quellen belegt. Das stimmt auch alles, was in den Folien steht, aber Sie haben vielleicht gesehen, dass ich ein paar Informationen ergänzt habe und ich würde Ihnen raten, das vielleicht alles nicht so dramatisch zu sehen, wie das vielleicht manchmal auf den Folien geschildert ist. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen auch entmutigend sein kann, wenn man dann da gleich sieht, dass man sich sofort irgendwie um irgendwelche Patentrechte kümmern muss, nur weil man eine App verkaufen möchte. Wenn Sie irgendwie eine gute Idee haben, wenn Sie vielleicht auch nach den Projekten, die wir hier durchführen, vielleicht das Gefühl haben, dass die Idee, die Sie verfolgt haben, auch anderen Leuten vielleicht tatsächlich helfen könnte, dann würde ich Sie unbedingt ermutigen, das vielleicht auch mal versuchen zu distributieren, sei es jetzt vielleicht als irgendwie eine kostenlose App oder vielleicht tatsächlich auch irgendwie was, was Sie monetarisieren können. Das ist auf jeden Fall eine nette Erfahrung. Also wenn Sie irgendwie eine gute Idee haben und glauben, das ist was für andere, dann lassen Sie sich nicht abschrecken von irgendwelchen Hürden oder so. Wir würden Ihnen natürlich auch dabei helfen, da Ihre Idee dann vielleicht an ein großes Publikum zu bringen. Ansonsten vielleicht bevor wir in unsere praktische Arbeit einsteigen, noch so ein paar Informationen zum aktuellen Kursablauf. Sie sind jetzt gerade dabei, Ihre Projektbeschreibung auszuarbeiten. Sie haben jetzt hoffentlich alle zu Teams zusammengefunden und ich würde Sie einfach nur nochmal daran erinnern, wenn es irgendwie Fragen gibt, was zum Beispiel die Interpretation dieses Projektbaukastens oder sowas angeht, dann melden Sie sich einfach bei uns, damit wir Ihnen da möglichst früh helfen können. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich habe so ein Forum im Ilias-Kurs eingerichtet für Fragen und Probleme zu den Kursen und da sind auch schon ein paar Sachen beantwortet worden, die Sie gestellt haben. Ich würde Ihnen vielleicht raten, dieses Forum zu abonnieren, also das, was wir Ihnen dann schreiben oder den Leuten, die Fragen stellen, schreiben, das ist vielleicht auch für andere Leute im Kurs relevant. Also vielleicht einfach mal da die Foren abonnieren. Ansonsten sage ich nochmal ganz kurz, dass es mir leid tut, dass jetzt die letzten beiden Streams ausgefallen sind. Das ging tatsächlich einfach aus organisatorischen Gründen nicht. Tut mir auch leid, ich hätte gerne mit Ihnen irgendwie ein bisschen gearbeitet, aber das ging nicht. Und dieser Stream hier, das ist auch eher so ein Zusatzangebot. Also das ist kein offizieller Teil von dem Android-Kurs. Deshalb ist leider das dann, was bei anderen Verpflichtungen meistens schnell wegfällt. Also sorry, aber jetzt sind wir ja da und jetzt programmieren wir auch wieder ein bisschen miteinander. Und was ich mir für heute überlegt habe, ist, dass ich Ihnen anhand von dem aktuellen Übungsbeispiel oder dem Übungsbeispiel, was Sie in der letzten Woche oder in Anfang dieser Woche bearbeitet haben, nämlich dieser Sound Machine, vielleicht mal zeige, wie man mit gar nicht so viel Aufwand
eine Anwendung auch ein bisschen aufpolieren kann, was die Gestaltung, was die Interaktion, was die Benutzerfreundlichkeit, aber vor allem auch was das Software-Design, also die internen Qualitäten angeht. Das heißt, wir werfen heute gemeinsam einen Blick auf diese Sound-Machine-Anwendung und werden versuchen, so ein paar Zusatzfunktionen umzusetzen und vielleicht auch ein etwas schöneres User-Interface oder ein gebrauchstauglicheres User-Interface zu designen. Ich habe Ihnen da ein bisschen was zu vorbereitet, bevor wir jetzt so ganz abrupt in die Entwicklung starten. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz, was ich vorhabe, wie sich das intern in ein Software-Design vielleicht gießen lässt und dann, wie wir schrittweise versuchen werden, das umzusetzen. Sie finden diese Hinweise, diese Folien schon im Ilias-Kurs und Sie finden auch diese App, die wir jetzt implementieren werden, als Quellcode verlinkt oder als Android-Projekt verlinkt im Ilias-Kurs. Da fehlen noch ein paar Kommentare, die würde ich übers Wochenende nachreichen. Das heißt, wenn Sie da dann irgendwie vielleicht jetzt im Stream das ein oder andere nicht mitbekommen oder wenn nicht ganz fertig werden, Sie kriegen auf jeden Fall nicht nur eine Lösung, die haben Sie jetzt schon, sondern auch eine kommentierte Lösung. Okay, was habe ich vor? Ich würde gerne diese Sound Machine, also diese kleine App, die auf Knopfdruck irgendwelche Sound Snippets abspielt, ein bisschen aufpolieren und ich möchte dafür sorgen, dass das Look and Feel dieser Anwendung vielleicht ein bisschen besser gestaltet ist, dass die Anwendung gebrauchstauglicher ist, also dass wir an Stellen, wo es sinnvoll ist, den Nutzern und Nutzerinnen vielleicht mehr Feedback geben, sie mehr darüber informieren, was man eigentlich machen kann und was da drin passiert. Und ich möchte die interne Codequalität dann trotz dieser Erweiterung und trotz dieser Ergänzung immer noch auf einem hohen Niveau halten. Das ist auch überhaupt nichts, was vielleicht jetzt irgendwie mit künstlerischer Begabung oder sowas zu tun hat, ein ansprechendes Design zu machen. Sie werden sehen, das können Sie eigentlich mit so ein paar Handgriffen, auch wenn Sie sich jetzt vielleicht irgendwie nicht gerade künstlerisch tatsächlich berufen fühlen. Also Sie sehen jetzt hier diesen Screenshot von der fertigen Anwendung, einmal links in dem normalen Zustand, rechts dann mit so einem Highlight des aktuell abgespielten Sounds. Und ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass das vielleicht ein bisschen schöner ausschaut und auch ansprechender ausschaut als das, was wir vielleicht in der letzten Woche implementiert haben. Vielleicht haben Sie ja auch schon in Ihrer Lösung das ähnlich gemacht. Und dahin zu kommen, zu so einem etwas in Anführungsstrichen besseren Design, ist tatsächlich kein Hexenwerk, sondern das können Sie auch. Und ich zeige Ihnen heute ein paar Sachen, wie Sie das tatsächlich erreichen können. Und Klammer auf. Das mache ich natürlich auch deshalb, weil ich mich freuen würde, wenn Sie sich im Rahmen der Projekte über genau solche Sachen Gedanken machen. Also versuchen Sie mal, das, was wir jetzt gemeinsam erarbeiten, das, was wir vielleicht uns in der nächsten Woche dann nochmal an einem Beispiel anschauen, auch in der Praxis umzusetzen und auch in Ihren Projekten auf genau diese Werte, sei es jetzt irgendwie die Gestaltung der Anwendung, als auch die Qualität des Codes, dann besonderen Wert zu legen. Klammer zu. Was möchte ich machen? Wir sorgen erstmal dafür, dass das User Interface ein bisschen hübscher ausschaut. Das heißt, wir überlegen uns, wie wir die Buttons vielleicht so gestalten können, dass die auch wirklich wie Buttons aussehen, wie wir da vielleicht mit Icons arbeiten können, die ein bisschen deutlicher machen, was man als Nutzer, als Nutzerin tatsächlich tun kann. Und wir überlegen uns auch, wie wir vielleicht sowas wie Farbgestaltung ein bisschen bewusster einsetzen können. Wir versuchen, den Nutzern und Nutzerinnen Informationen darüber zu geben, was sie eigentlich machen können mit der Anwendung. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Buttons anbieten, sondern zum Beispiel auch mit diesen Buttons die Informationen vermitteln, was das denn für einen Sound ist. Also wenn ich irgendwie ständig suchen muss auf diesem Board, welchen Sound ich jetzt abspielen möchte, dann macht das Ganze vielleicht irgendwie weniger Sinn, wenn ich irgendwie hier direkt sehe, das ist irgendwie dieser X-File-Sound oder so, dann habe ich da vielleicht gleich so ein bisschen Mehrwert geschaffen, also Feedback an die Nutzer und Nutzerinnen. Das
geht dann auch weiter, dass wir während ein Sound abspielt, versuchen deutlich zu machen, welcher Sound gerade abgespielt wird. Also indem wir dann zum Beispiel diesen Button entsprechend in einen anderen State überführen, während der Sound abgespielt wird, dann weiß ich als Nutzer, als Nutzerin, okay, jetzt wird gerade dieser Sound tatsächlich abgespielt, das ist das, was ich höre. Und wenn der Sound zu Ende abgespielt worden ist, ändert der Button wieder seinen State. Das Letzte, was wir noch so als kleine Bonus-Implementierung einbauen, ist, dass wir einen Sound nicht nur starten können, sondern auch wieder stoppen bzw. pausieren können. Also wenn ich ein zweites Mal auf den Button drücke, dann wird die Wiedergabe von dem Sound gestoppt. Das Ganze versuchen wir zu erreichen mit einem Software-Design, was diese Qualitätsansprüche, die wir jetzt in dem Bereich, den die Nutzer und Nutzerinnen sehen, an unsere Anwendung legen, auch versuchen in unserem Code, den wir als Entwickler und Entwicklerin sehen und pflegen, umzusetzen. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was ich mir da überlegt habe und bitte Sie nicht sofort irgendwie zu erschrecken, weil das vielleicht irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen zu kompliziert ausschaut für das, was wir jetzt hier eigentlich vorhaben. Wir haben ja eigentlich einen sehr kleinen Use Case. Wir bauen eine Anwendung, da kann man auf einen Button klicken und dann spielt im Hintergrund ein Sound ab. Aber auch bei so einer kleinen Anwendung schadet es nicht, sich viele Gedanken und gute Gedanken über die Gestaltung des Codes zu machen. Und ich habe mir das so überlegt, dass wir erstmal grundsätzlich versuchen, zwei wesentliche Bereiche unserer Anwendung getrennt voneinander zu implementieren. Wir haben einmal diesen großen Bereich, in dem es um die Sounds selber geht. Wie werden die repräsentiert? Wie werden die abgespielt? Wie wird deren Zustand transportiert? Und es geht um das User Interface, das dann eben diese Zustände der Sounds darstellt, also rendert für die Nutzer und Nutzerinnen und die Interaktion mit den Sounds ermöglicht. Zentral haben wir eine Activity, die die ganze App so ein bisschen zusammenhält und zwischen diesen beiden Bereichen vermittelt. Auf der Seite der Sounds fängt es eigentlich hier ganz unten an. Ich werde gleich mit Ihnen ein Enum implementieren. Das werden wir Sound Asset nennen, so heißt es auch in dem Lösungsvorschlag. Und da werden wir systematisch und strukturiert vor allem die Informationen erstmal festhalten, die einen Sound ausmachen. Und auf der untersten Ebene sind die beiden Sachen, die in unserer Anwendung relevant sind für so ein Soundobjekt, dessen ID bzw. die ID zu der Datei, zu der Ressource, die diesen Sound repräsentiert, und einem Titel, der im User Interface angezeigt werden kann. Das sind so die beiden elementaren Rohinformationen über einen Sound. Darauf aufbauend, auf diesen Informationen, erzeugen wir dann einzelne Soundobjekte, die repräsentieren dann diese Informationen und erlauben das Abspielen der Sounds. Jeder Sound wird seinen eigenen Media Player haben. Das ist eine Designentscheidung, die ich jetzt für Sie getroffen habe. Da kann man sicherlich auch drüber reden und diskutieren, ob das eine gute Idee ist, aber wir setzen das so um. Jeder Sound basiert auf einem Soundasset und hat einen eigenen Media Player und kann diesen Sound abspielen bzw. stoppen. Wenn wir Informationen über den aktuellen Zustand eines Sounds innerhalb unserer App kommunizieren müssen, also zum Beispiel irgendeinem Element des User Interfaces sagen, so soll dieser Sound zum Beispiel in Form von einem Button oder dergleichen aktuell im User Interface angezeigt werden, dann schicken wir nicht dieses Soundobjekt rum. Da sind ja ganz viele Funktionalitäten drin, wie zum Beispiel das Abspielen, das Stoppen von irgendwelchen Sounds, dieser Media Player, die das User Interface nicht interessiert. Zwischen dieser logischen Komponente der Sounds und dem User Interface versuchen wir, den Informationsaustausch so gering wie möglich zu halten. Und wenn das User Interface jetzt wissen muss, was denn tatsächlich gerade so der Zustand, der State eines Sounds ist, dann interessiert das wahrscheinlich nur, welcher Titel für diesen Sound angezeigt werden soll und vielleicht, ob der Sound gerade abgespielt wird oder nicht. Dazu verwenden wir so ein Sound-Proxy-Objekt und das bündelt die Kerninformationen eines Sounds. Das ist ein Immutable, das kann jederzeit aus einem Sound heraus erstellt werden und beinhaltet nur diese zentralen Informationen, ID, Titel und State.
State ist der Zustand, in dem sich der Sound gerade befindet. Und der kann entweder gerade geladen werden am Anfang, wenn wir die Sounds erzeugen aus den entsprechenden Dateien. Er kann bereit zum Abspielen sein oder er kann gerade im Moment abgespielt werden. Diese States bilden wir auch systematisch und strukturiert in Form von dem Enum ab. Das ist dieses Sound State Enum. Also da bilden wir die unterschiedlichen Zustände, die ein Sound innerhalb unserer Anwendung hat, ab. Dieser Proxy wird zu einem beliebigen Zeitpunkt erstellt und der repräsentiert immer genau einen gerade existierenden Zustand eines Soundsobjekts. Und das schicken wir dann an das User Interface und da kann das dann gerendert werden. Wir haben noch einen Sound Manager, der diesen ganzen Bereich zusammenhält, der eine Liste von Sounds kennt und die dann entsprechend auch verwaltet und den Zugriff auf diese Sound-Funktionalitäten für die anderen Teilbereiche der Anwendung ermöglicht. Das User Interface ist ganz klassisch. Ich habe mich dafür entschieden, die einzelnen Buttons, die diese Sounds repräsentieren, wo man draufklicken kann, über ein Recycler-View darzustellen. Der kümmert sich dann darum, dass das so ein schönes Gitternetz-Layout ist. Dazu brauche ich einen Adapter. Kennen Sie mittlerweile als Prinzip, der sorgt dafür, dass irgendwie eine Datenstruktur, in dem Fall Soundproxies, in einem Recycler-View dargestellt werden. Dazu braucht er einen View-Holder. Das ist diese Klasse, die dann ein einzelnes User-Interface-Element oder einen einzelnen Eintrag in diesem Recycler-View darstellt. Und wir brauchen an der Stelle auch noch einen Listener, damit wir, wenn auf einen Button im User-Interface geklickt wird, diese Information auch an andere Stellen unserer Anwendung weitergeben können. Das Ganze fließt zusammen in der Activity. Die Activity kennt das User Interface über den Adapter, kennt den Sound Manager und lauscht über diese beiden Listener die Informationen aus diesen Bereichen nach außen kommunizieren auf eben entsprechende Zustandsveränderungen. Das heißt, die Activity erfährt, wenn im User Interface auf einen Button geklickt worden ist, gibt diese Information an den Manager weiter. Der Manager startet das Playback. Die Information, dass sich der Zustand des Sounds dann geändert hat, wird wieder an die Activity weitergegeben und die informiert das User Interface dann, dass dieser neue Zustand, also zum Beispiel, dass jetzt ein bestimmter Sound gerade abgespielt wird, im User Interface gerendert werden soll. Also da fließen dann diese beiden Bestandteile zusammen. Wir machen das deshalb so kompliziert, weil wir versuchen, unsere Anwendung so modular, wie es nur irgendwie geht, zu gestalten. Also modulare Anwendungen haben eigentlich nur Vorteile. Immer ein bisschen Interpretationssache, was man unter diesem Begriff Modularisierung tatsächlich versteht. Was ich jetzt damit meine, ist, dass wir versuchen, möglichst unabhängige Softwarekomponenten zu implementieren, die eine sehr klar definierte Aufgabe haben, nicht mehr und nicht weniger machen innerhalb der Anwendung und die über eine gute, aber lose gekoppelte Schnittstelle miteinander kommunizieren. Und wenn wir sowas machen möchten, wenn wir so ein sehr loses und entkoppeltes Design innerhalb unserer Software erreichen möchten, dann ist es zumindest in Java meistens damit verbunden, dass wir eben so viele Listener-Hilfsklassen haben, dass wir vielleicht wirklich solche Proxy-Objekte haben, mit denen wir dann auch sicher, ohne Probleme, dass vielleicht irgendwie der State von einer Anwendung gefährdet ist, Informationen innerhalb der Anwendung verteilen können. Also, vieles von dem, was jetzt hier vielleicht kompliziert erscheint, ist gar nicht so kompliziert und ergibt sich einfach dadurch, dass wir eben ein gewisses Design nur mit ein bisschen Unterstützung von Hilfsklassen oder sowas erreichen können. Ein letzter Hinweis zu der Folie. Ich habe sie oben hierhin schon geschrieben. Ich habe, als ich mir das überlegt habe, dieses Objekt, was so einen Sound repräsentiert, Proxy genannt und habe das gemacht in Anlehnung an ein Design-Pattern, das man Proxy nennt. Das ist aber eigentlich gar nicht so richtig. Ein Proxy ist normalerweise in der objektorientierten Programmierung
ein Objekt, das so als Stellvertreter für ein anderes Objekt dient und über das andere Komponenten mit dem repräsentierten Objekt interagieren können. Also ein Soundproxy wäre eigentlich ein Objekt, mit dem andere Komponenten direkt oder indirekt in dem Fall mit dem Sound interagieren können. Was wir hier machen, ist aber eigentlich so eine Repräsentation vom aktuellen Zustand, eine unveränderbare Repräsentation vom aktuellen Zustand eines Sounds. Und da ist Proxy eigentlich das falsche Wort. Was vielleicht nicht schlecht wäre, wäre sowas wie Model, also Sound View Model, weil das eben die Informationen zum aktuellen Zeitpunkt beinhaltet, die zum Beispiel das User Interface braucht, um den Zustand von diesem Soundobjekt zu rendern. Ich habe das jetzt mal so drin gelassen mit diesem Namen, weil das auch in dem Lösungsvorschlag so drin ist, aber behalten Sie mal im Hinterkopf, dass das vielleicht nicht unbedingt der beste Name ist. Letzter Hinweis ganz kurz, bevor wir jetzt einsteigen in die Implementierung. So möchte ich vorgehen. Ich möchte zuerst die Dinge implementieren, die ganz grundlegend was mit diesen Sounds zu tun haben. Wenn wir das haben, dann implementieren wir in einem zweiten Schritt diesen Sound Manager, der die ganzen verwaltet. Können als nächstes anfangen, die eigentliche Activity zu implementieren, die dann diese Sounds initialisiert. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir uns Gedanken über das User Interface machen und da die entsprechenden Klassen umsetzen. Layouts und Farben und Strings und so weiter habe ich schon vorbereitet, werde Ihnen die dann aber bei Gelegenheit entsprechend auch zeigen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir vielleicht einfach mal direkt an. Ich habe ein mehr oder weniger leeres Android-Projekt vorbereitet, das ich Ihnen jetzt auch zeige. Augenblick. Genau, hier sehen wir oder sehen Sie dann auch den Android Studio Code und da fangen wir jetzt an zu implementieren. Ich habe, wie gesagt, relativ wenig vorbereitet. Wir haben eine Activity, die wird beim Anwendungsstart schon gestartet. Ich habe das Layout ein bisschen vorbereitet. Da werden wir dann bei Gelegenheit reinschauen. Und ich habe die eigentlichen Sounddateien auch hier drin, die Sie aus dem Starterpaket kennen. Und auf der Basis fange ich jetzt an, mit Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt diese Anwendung zu entwickeln. Wir starten, wie gesagt, mit diesem Soundbereich und das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte diese Rohinformationen, ID und Titel von meinen Sounds irgendwie systematisch darstellen. Das Erste, was ich mache, ist, ich erstelle mir ein neues Package in meinem Android-Projekt, das nenne ich Sounds. Und da packe ich alles rein, was irgendwie mit dieser logischen Form des Sounds zu tun hat. Also nichts, was mit der Repräsentation im User Interface zu tun hat, sondern da geht es wirklich nur um die Sounds, das Verwalten von den Sounds und das Abspielen von den Sounds. Und da drin erstellen wir unser Enum, das wir Sound Asset nennen. Was ich jetzt hier machen möchte in diesem Enum ist, eine strukturierte Liste erstellen von allen Rohinformationen, die wir zu den Sounds haben. Das heißt, wir erstellen jetzt, wir haben glaube ich 12 Sounds, wenn ich das richtig sehe, 4, 6, ja genau, 12 Stück. Das heißt, wir erstellen 12 Einträge in diesem Enum und die sollen jeweils unveränderbar und strukturiert jeweils die ID und den Titel von diesem Sound abbilden. Und immer wenn Sie so eine Aufgabe haben, irgendwo in Java eine strukturierte Liste, eine unveränderbare strukturierte Liste von irgendwelchen Informationen festzuhalten, dann denken Sie darüber nach, ob Sie das nicht mit Enums machen. Vor allem deshalb, weil Enums nämlich sehr viel mächtiger sind, als man das vielleicht so in einführenden Programmierkursen kennenlernt. Da bestehen Enums immer nur aus solchen Sachen. Value 1, Value 2, also irgendwie so eine komische komma-separierte Liste von irgendwelchen Werten, die einen Namen haben, einen numerischen Wert und das war's dann. Damit kann man schon eine ganze Menge machen, aber man kann Enums auch viel weitergehend verwenden. Und eine Sache, die man mit Enums machen kann, ist, diesen einzelnen Werten nicht nur so einen singulären numerischen Wert zu geben, sondern die können tatsächliche Eigenschaften haben. Also wenn Sie so einen Set an Informationen, die alle über die gleichen
Eigenschaften verfügen, abbilden möchten in Java, dann können Sie das mit Enums machen. Wie funktioniert das? Sie definieren, genauso wie Sie das in der Klasse machen, innerhalb dieses Enums, was ein einzelner Eintrag dieser enumerierten Liste denn tatsächlich für Eigenschaften haben sollen. Und das sind einfach so eine Art Instanzvariablen, wie Sie das auch aus einer Klasse kennen. Das heißt, ich schreibe jetzt mal was hin. Ich schreibe hin public final int. Jedes unserer Enum-Werte soll über eine ID verfügen. Das ist der Verweis auf die Ressource. Und jedes unserer Enum-Werte soll über einen Titel verfügen. Das ist der Verweis auf diesen Text, der später im User-Interface angezeigt wird. Dann erstelle ich einen Konstruktor für meinen Sound-Asset Enum-Eintrag und übergebe dem eine ID und einen Titel. Setze das beides in dem Konstruktor auf die entsprechenden Werte, die als Parameter übergeben werden, und habe mein Enum vorbereitet. Und jetzt kann ich mir auf der Basis hier eine Liste von Werten definieren, die nach diesem Muster hier aufgebaut sind. Ich zeige Ihnen das einmal und dann erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert. Ich möchte diesen Sound hier, Akte X, abbilden. Das ist dieses X-Files Intro. Ich habe den Sound hoffentlich deaktiviert und wir machen uns jetzt nicht irgendwie strafbar später, wenn wir die abspielen, falls sie irgendwie im Stream geschützte Dinge hören. Deshalb hoffe ich mal, dass der Desktop-Sound von meinem Rechner nicht gestreamt wird. Schauen wir mal, ob wir da irgendwelche GEMA-Klagen bekommen. Dieser X-File-Sound ist der erste Eintrag in unserem Enum und der wird erzeugt, indem wir einmal auf die entsprechende Ressource verweisen. Das ist Akte X. Das kennen Sie aus Ihrer eigenen Implementierung. Die ID von dieser Rohdatei, die in dem Ressourcenordner liegt. Und wir vergeben dafür auch noch einen Namen X-Files. Und das ist der erste Eintrag in unserem Enum. Und ich kann jetzt an jeder Stelle von meiner Anwendung auf dieses Enum zugreifen, den Wert auslesen und kann mir hier Titel und ID von diesem ersten X-Files-Eintrag tatsächlich dann irgendwie in meiner Anwendung verfügbar machen. Und ich kann auch auf alle Einträge zugreifen und darüber iterieren, wenn wir jetzt gleich die nächsten hinzufügen, und habe damit dann an einer Stelle von meiner Anwendung so eine Liste von eben diesen rohen Sound-Snippets, die ich dann für die nächsthöhere Abstraktionsebene, nämlich das Erzeugen von diesen Sound-Objekten auf Basis von der Sound-Klasse, verwenden kann. Also das ist die Idee von diesem Enum, eine strukturierte Liste von den einzelnen Sounds abbilden. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich mache jetzt hier ein bisschen Copy and Paste und versuche das mal schnell hinzutippen. Was haben wir als nächstes? Wir haben diesen Alert-Sound. Wir haben dann einen Badumts-Sound. Das ist, glaube ich, dieser Trommelwirbel. Das haben wir. Wir haben Crickets, wir haben einen Delfin. Was gibt es noch für Sounds? Den Drum Sound, Hell No. Und to be continued. Dann ergänzen wir in den einzelnen Einträgen die richtige Ressource. Autocompletion macht das Ganze sehr, sehr leicht. Und wir müssen noch den Titel ändern, weil da soll ja nicht überall X-File später stehen, sondern da soll zum Beispiel Alert stehen, da soll vielleicht Badumts stehen,
hier vielleicht Sena, Crickets, Dolphin, Drums, Hell, No, Kobe, Scream, Surprise und hier vielleicht der Einfachheit halber sowas. Jetzt haben wir unsere Enum-Liste. Hier sind die einzelnen noch richtig schreiben. Surprise, genau. Hier sind die einzelnen Sound jetzt drin und damit kann ich weiterarbeiten. Ich habe jetzt an einer zentralen Stelle von meiner Anwendung eine so eine Enum-Liste mit allen Werten. Und probieren Sie das ein bisschen aus, machen Sie das selber auch nochmal, immer wenn Sie so eine strukturierte Liste von irgendwie Informationen haben wollen, die sich nicht verändert, die Sie einfach nur an vielen Stellen Ihrer Anwendung vielleicht benötigen, dann denken Sie mal drüber nach, ob solche Enums eine gute Idee sind. Und Enums sind ganz, ganz häufig eine sehr, sehr gute Idee. Jetzt kann ich anfangen, den Rest von dieser Soundklasse zu machen und ich fange damit an, dass ich gleich das nächste Enum baue. Bevor ich mich jetzt an die Soundklasse dran wage, würde ich gerne diese Zustände, die ein Sound haben kann, auch über ein Enum abbilden. Also ich habe ja schon gesagt, so ein Sound wird wird im Laufe der Anwendung oder der Laufzeit verschiedene Zustände einnehmen können. Wir können in dem Sound oder der Sound kann gerade geladen werden zu Beginn der Anwendung, der Sound kann gerade abgespielt werden oder er kann bereit sein für das nächste Abspielen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wenn Sie diese Zustände innerhalb von einer Java-Klasse abbilden müssten, dann könnten Sie jetzt auf die Idee kommen, vielleicht zu sagen, ich habe irgendwie drei Boolean-Variablen, is ready, is playing, oder vielleicht reichen auch zwei, und Sie bilden dann damit diese Zustände ab. Das heißt, Sie nutzen so Boolean-Flags, um die Situation, in der sich ein Objekt gerade befindet, zu repräsentieren. Im Fall von unserem Sounds, sowas wie is playing oder is ready. Eine schönere Art und Weise ist es, aber auch das mit Enums zu machen. Sie können auch hier wieder diese Natur von Enums verwenden, als irgendwie eine wohl definierte, abgeschlossene Liste von Zuständen, können alle Zustände definieren, die so einen Sound haben kann, in Form von dieser nummerierten Liste, die so einen Enum dann ausmacht. Und dieses Enum wird dann verwendet, um innerhalb der Sounds entsprechend den aktuellen Zustand jeweils abzubilden. Machen wir das mal. Ich erstelle in unserem Soundpaket eine neue Klasse. Das wird wieder ein Enum und das nennen wir SoundState. Und das wird jetzt ein ganz einfaches Enum. Also da müssen wir uns nicht irgendwie großartig verkünsteln. Wir schreiben jetzt einfach nur auf, was so ein Sound alles an Zuständen haben kann. Er wird gerade geladen, er ist bereit, um abgespielt zu werden und er wird gerade abgespielt. Und das war es auch schon. Und immer wenn es jetzt darum gehen wird, in Zukunft den aktuellen Zustand eines Sounds zu beschreiben, werden wir einen dieser Werte aus dem Enum nehmen. Ganz kurz, falls Sie sich noch nicht so intensiv mit der Übungsaufgabe beschäftigt haben, eine ganz kurze Erklärung, warum wir diesen Loading-State brauchen, wenn wir später den Media Player erstellen, der zum Abspielen von einem Sound verwendet wird, dann laden wir diese Datei asynchron. Das heißt, wir sagen dem Media Player, spiel bitte in Zukunft diese Datei ab. Und dann wird die im Speicher bereitgestellt und geladen und irgendwann informiert uns der Media Player, dass diese Datei vollständig geladen worden ist und dass wir jetzt bereit sind, den entsprechenden Sound abzuspielen. Diese Phase, in der der Sound zwar schon existiert, aber noch nicht abgespielt werden kann, weil die Datei noch geladen wird, die werden wir durch diesen Loading State repräsentieren. Ready State heißt, der Sound ist geladen und wird im Moment nicht abgespielt. Und Playing heißt, der Sound ist geladen und wird gerade abgespielt. Okay, dann würde ich vorschlagen,
fangen wir an, unsere Soundklasse zu implementieren. Wir haben jetzt so die wesentlichen Bausteine, die wir brauchen. Wir haben die Assets und wir haben den State und wir können jetzt damit beginnen, uns auf der Basis eine eigene Soundklasse zu implementieren. Ich nenne die einfach Sound, weil das ist das, was tatsächlich diese Klasse irgendwie beschreiben soll, einen einzelnen Sound innerhalb unserer Anwendung. Und ich habe schon angekündigt, dass diese Klasse vielleicht ein bisschen mächtiger ist, als man das erwartet. Die bildet nämlich nicht nur die Eigenschaften einer Sounddatei, nämlich sowas wie eine ID, die Ressourcen-ID, den Titel und so weiter und den Zustand ab, sondern die wird sich auch selbstständig darum kümmern, dass dieser Sound abgespielt wird. Also hier an dieser Stelle wird dann später oder wird jetzt gleich, wenn wir das implementieren, der Media Player involviert werden und dann dafür sorgen, dass dieser Sound abgespielt wird. Das kann man auch anders machen und vielleicht denken Sie ja dann selber nochmal, wenn Sie sich den Lösungsvorschlag anschauen, darüber nach, wie man das auch vielleicht noch weiter hätte entkoppeln können. Also in unserem Lösungsvorschlag nutzen wir so einen, zu der Übungsaufgabe nutzen wir so einen Media Player Pool, in dem einzelne Player recycelt werden. Das könnte man sich hier auch vorstellen. Vielleicht optimiert das Ganze das dann, vielleicht ist das dann besser, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass jeder Sound seinen eigenen Media Player hat, weil ich davon ausgehe, dass bei dieser überschaubaren Anzahl an Dateien das keine großartigen Performance- bzw. vor allem Speicherprobleme geben dürfte. Okay, was brauchen wir, um so einen Sound tatsächlich auszudrücken? Wir brauchen eine Integer-Variable Sound-ID und damit möchte ich einfach jeden Sound eindeutig innerhalb meiner Anwendung identifizieren können. Das wird nicht diese Ressourcen-ID sein, davon kriegt diese Klasse gar nichts mit. Da übergeben wir direkt eine Sound-Datei, die wir aus den Ressourcen gewonnen haben, sondern das ist einfach so eine fortlaufende Nummerierung für jedes Element. Für jedes Soundelement, das wir oder die wir verwenden können, um später unsere Sounds dann entsprechend zu identifizieren. Wenn wir also zum Beispiel herausfinden möchten, welcher Sound wurde angeklickt oder wenn wir den Zustand von einem bestimmten Sound haben möchten, dann können wir über diese ID innerhalb unserer Anwendung diese Sounds einwandfrei identifizieren, weil wir dafür sorgen werden, dass jedes Objekt, was wir erstellen, hier einen eindeutigen Wert in dieser Variable gespeichert hat. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine String-Variable für den Titel. Also das ist dieser Text, der mit jedem Sound verbunden ist und den wir zum Beispiel benutzen, um dem User Interface dann diese zusätzliche Information zu rendern. Was wir auch brauchen, ist eine Variable, die den Sound State abbildet. Also da speichern wir den aktuellen Zustand unseres Sounds auf der Basis von dem Enum, das wir gerade vorbereitet haben. Und das kann eben Loading, Ready oder Playing sein. Dann kriegt jeder unserer Sounds auch noch einen Media Player, der verwendet wird, um diesen Sound dann tatsächlich abzuspielen. Wir implementieren unseren Konstruktor, um so ein Soundobjekt zu erzeugen. Und was wir reingeben müssen in diesen Sound ist die Datei, die abgespielt werden soll. Das werden wir vorher implementieren bzw. erzeugen. Sie erinnern sich, das ist so ein Asset-File-Descriptor, wenn Sie die Übungsaufgabe bearbeitet haben. Das ist ein Verweis auf eine dieser Ressourcendateien schon als Java-Objekt, als Android-Objekt. Und so einen Hinweis geben wir in den Konstruktor rein. Also wir geben einen Asset-File-Descriptor als Parameter in diesen Konstruktor rein und daraus oder auf der Basis erzeugt sich dann dieser Sound ein Media Player, der genau diese Datei abspielen kann. Wir geben auch noch
den Sound-Titel mit und damit hat der Sound im Konstruktor alle Informationen bekommen, die er braucht, um seine Aufgaben zu erledigen. Dann können wir Instanzvariablen erstmal locker zuweisen. Wir fangen an mit dem Titel. Dann nehmen wir einfach das, was wir als Parameter bekommen. Und dann würde ich gerne eine fortlaufende ID haben. Das ist das erste kleine Problem. Ich möchte, dass dieser Wert hier, SoundID, jedes Mal, wenn ich ein neues Objekt erstelle, auf der Basis von dieser Klasse, einen anderen Wert hat. Also ich möchte hier dafür sorgen, dass sys.soundID vielleicht beim ersten Objekt den Wert 0 hat, beim zweiten Objekt den Wert 3 und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht schwierig, sowas zu realisieren. Wir erzeugen uns eine private Klassenvariable, also eine statische Variable, auf die alle Instanzen dieser Klasse Zugang haben. Die ist vom Typen int und die heißt einfach nextID. Und da soll immer drinstehen, der Wert, der beim nächsten Erzeugen eines Objektes verwendet werden soll. Also wenn wir das nächste Mal ein Soundobjekt erzeugen, dann verwenden wir diese ID. Das heißt, hier kommt das hin. Entschuldigung, jetzt habe ich es rausgelöscht, anstatt es zu kopieren. Hier wird der Wert reingespeichert. Und danach inkrementieren wir den um 1, um für den nächsten Eintrag die nächstfolgende ID dann wieder zu haben. Und Sie können das kombinieren. Sie können den Ausdruck auch so schreiben, wenn Sie sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie Java Operatoren auswertet. Dieser Ausdruck hier wird in folgender Reihenfolge ausgewertet. Zuerst wird der Wert, den die Variable aktuell hat, als Ergebnis auf die linke Seite zurückgegeben. Also die Auswertung des Ausdrucks beginnt damit, dass der aktuelle Wert zurückgegeben wird als Ergebnis des Ausdrucks und danach wird dieser Plus-Plus-Operator ausgeführt. Das heißt, wir kriegen hier immer den aktuellen Wert von NextID zurück, wenn wir darauf zugreifen mit diesem Ausdruck und danach wird der um 1 inkrementiert. Ganz wichtig, wenn Sie das in einer anderen Reihenfolge machen würden, dann würde zuerst der Inkrement durchgeführt, das heißt NextID wäre 1 und wir würden den Wert dann zurückbekommen. Und damit das semantisch noch zu dem passt, was ich bezüglich der Bezeichnernamen gewählt habe, wähle ich jetzt diese Variante. Also zuerst den Wert auslesen und danach dann den entsprechenden Inkrement durchführen. Jetzt können wir als nächstes die Soundfile oder den Media Player erzeugen und das mache ich auf jeden Fall in einer separaten Datei, weil das wird jetzt ein bisschen komplizierter und das machen wir in einer separaten Methode, Entschuldigung, das machen wir auf jeden Fall nicht im Konstruktor, weil dann würde der, glaube ich, sehr, sehr lang werden, was den Ablauf bzw. die Anzahl der Zeilen angeht. Ich schreibe mir eine neue Methode, die nenne ich prepareAudio und übergebe der diesen File-Descriptor, den ich im Konstruktor als Parameter übergeben bekomme. Und die Funktion rufe ich hier ganz am Ende von dem Konstruktor auf, übergebe den entsprechenden Parameter, den ich von außen in die Klasse reinbekommen habe. Und hier drin erstelle ich mir jetzt meinen Media Player auf der Basis von dieser Datei, die ich hier bekommen habe. Fangen ganz einfach an. Wir nehmen uns die Instanzvariable, wir erzeugen da drin einen neuen Media Player. Dieser Media Player, der informiert Listener darüber, wenn sich irgendwas an der Soundfile oder der Mediendatei, die da wiedergegeben wird, ändert. Und wir registrieren jetzt unsere Soundklasse oder unsere Soundinstanz als entsprechenden Listener, der diese Informationen von dem Media Player dann zur Laufzeit abfängt. Also jede Soundklasse hat ihre eigenen Media Player und überwacht diesen Media Player auch hinsichtlich der Zustandsveränderung. Also wenn da eine Datei geladen worden ist, dann kriegt als erstes dieser Sound
diese Soundklasse das mit. Und wenn eine Sounddatei komplett abgespielt worden ist, dann kriegt das auch als erstes unsere Soundinstanz mit. Damit das funktioniert, muss unsere Soundklasse ein paar Interfaces implementieren. Und zwar aus dem Media Player den OnCompletionListener. Damit können wir darauf lauschen, dass die Datei, die in dem Media Player abgespielt worden ist, vollständig abgespielt worden ist. Und wir haben noch ein zweites Interface. Da muss ich ganz kurz nachdenken, wie das heißt. Genau. OnPreparedListener. Damit kriegen wir von dem Media Player die Informationen mit, wenn die Soundfile komplett geladen worden ist und der Media Player jetzt bereit ist, diesen Sound abzuspielen. Wir implementieren die Methoden, die durch die Interfaces vorgegeben sind und können uns jetzt in unserer Prepare Audio Datei Methode als entsprechende Listener eintragen. Also wir tragen uns ein als den OnCompletionListener. Wir wollen informiert werden, wenn die Sounddatei komplett abgespielt worden ist, und wir tragen uns ein als OnPreparedListener. Wir wollen informiert werden, wenn die Soundfile initial geladen worden ist. Was müssen wir als nächstes machen? Wir sagen dem Player jetzt, welche Datei er abspielen soll. Und das machen wir mit der Methode setDataSource. Wir sagen dem Player, dass er die Sounddatei benutzen soll, die wir ihm übergeben haben. GetFileDescriptor ist eine Methode von diesem FileDescriptor-Objekt, das wir hier übergeben, und teilen zusätzlich als Parameter jetzt diesem Media Player noch mit, welchen Ausschnitt von dieser Sounddatei er abspielen soll. Das machen wir, indem wir als ersten Parameter getStartOffset aus diesem Descriptor aufrufen. Das ist der Anfang von der Sounddatei. Und wir übergeben als letzten Parameter die Länge, die gesamte Länge dieser Audiodatei, sodass wir jetzt letztendlich mit diesem Aufruf sagen, bitte spiel den Inhalt von dieser Datei jedes Mal vom Anfang bis zum Ende ab. Man kann das auch kürzer fassen, nur ist das hier tatsächlich vielleicht gar nicht so verkehrt, das mal zu sehen, weil sie dann ganz gezielt vielleicht auch sowas wie irgendwie so einen stillen Anfang von einer Audiodatei rausschneiden können, ohne die Datei selber zu verändern. Also sie können dem Media Player ganz explizit sagen, welchen Inhalt er abspielen soll. Wir sehen hier schon diese rote Unterringelung. Das liegt daran, dass hier ein paar Exceptions geschmissen werden können. Und deshalb werden wir jetzt unseren gesamten Code, auch wenn es nur die letzte Zeile betrifft, schon mal vorsichtshalber mit einem Try-Catch umschließen. Und ich glaube, es ist eine IO-Exception, genau, die wir hier abfangen müssen. Also bei diesem setDataSource kann es sein, dass eben die Datei zum Beispiel nicht verfügbar ist. Das würde eine IO-Exception auslösen, und die wollen wir natürlich abfangen, in unserem einfachen Fall jetzt mal damit, dass wir den Stacktrace ausgeben. Kurzer Hinweis, wenn Sie in Ihrem Projekt irgendwie eine Exception abfangen, dann machen Sie vielleicht irgendwie ein bisschen was anderes als einfach nur den Fehler ausgeben. Normalerweise sollte man sich jetzt überlegen, wie gehen wir denn mit diesem Problem um? Also was heißt das, wenn irgendwie eine Sounddatei nicht gefunden werden kann? Jetzt mit einem kleinen Ausblick darauf, was ich noch implementieren werde, kann man das hier ganz gut rechtfertigen, weil wenn eine Sounddatei nicht gefunden werden kann, dann wird auch kein Soundobjekt erstellt und dann wird es einfach nicht im User Interface angezeigt. Das heißt, die Nutzer und Nutzerinnen kriegen gar nichts von diesem Problem mit, weil dann einfach der Sound nicht nutzbar ist. In anderen Fällen muss man vielleicht ein bisschen mehr machen. Also Exceptions abfangen, nur damit die Entwicklungsumgebung
keine Fehler mehr meldet oder später das Programm irgendwie startet. Zumindest ist keine so gute Idee. Wenn Sie irgendwie eine Exception abfangen, dann machen Sie sich auch Gedanken darüber, warum Sie das jetzt an dieser Stelle machen müssen und wie Sie im besten Fall in Ihrem Code auf dieses Problem reagieren können. Das Letzte, was wir noch machen, ist, wir sagen dem Player, dass er jetzt diesen Sound asynchron vorbereiten soll. Das heißt, wir sorgen dafür, dass diese Sounddatei jetzt geladen wird, und zwar im Hintergrund. Also unsere Anwendung macht weiter, und sobald diese Sounddatei vollständig geladen worden ist, wird unser Listener, in unserem Fall unser Soundobjekt selber, weil wir haben uns ja da als OnPreparedListener registriert, über diese Methode, über diesen vollständigen Ladevorgang des Sounds informiert. Okay, das ist dieser erste Teil. Wir bereiten den Sound vor. Diese Klasse muss aber noch ein bisschen mehr machen. Und ich schreibe jetzt mal so ein paar ganz klassische Getter-Methoden, mit denen wir die Informationen, die in diesem Soundobjekt gespeichert sind, später auch auslesen können. Das ist zum Beispiel sowas wie eine klassische Getter-Methode für die Sound-ID. Das ist bestimmt später sehr nützlich. Wir geben einfach die Sound-ID, also diesen Identifikationswert von unserer Soundklasse, nach außen zurück. Dann würde ich sicherlich werde ich an einer oder anderen Stelle auch den State von diesem Sound benötigen. Also ich muss wissen, in was für einem Zustand befindet der sich gerade. Und da schreibe ich mir eine Getter-Methode, getSoundState, und gebe den aktuellen Zustand zurück. Was könnte ich noch gebrauchen? Ich könnte zum Beispiel ein paar Methoden brauchen, die überhaupt das Abspielen bzw. Stoppen von diesem Sound ermöglichen. Also ich habe jetzt diesen Media Player, der im Hintergrund initialisiert wird, aber ich muss wahrscheinlich auch irgendwie dafür sorgen, dass dann von außen das Abspielen von diesem Sound gestartet werden kann. Also Media Player, der existiert dann, hat eine Sounddatei geladen, und irgendwann möchte ich die natürlich auch auslösen bzw. abspielen, wahrscheinlich irgendwie ausgelöst durch den Klick auf den entsprechenden Button im User Interface. Das heißt, unsere Soundklasse braucht auf jeden Fall auch sowas wie eine Play-Methode, mit der der Sound abgespielt werden kann. Und wenn Sie eine Play-Methode haben, dann ist es fast immer so, dass Sie auch sowas haben möchten wie eine Stop-Methode, mit der Sie den Vorgang, den Sie in der Play-Methode gestartet haben, nämlich das Abspielen von dem Sound, auch wieder stoppen können. Was machen wir in der Play-Methode? Eigentlich relativ wenig. Wir schauen uns erstmal an, ob wir aktuell in einem Zustand sind innerhalb dieses Soundobjektes, in dem wir die Wiedergabe starten können. Wenn wir nicht in dem Zustand sind, ein Sound abspielen zu können, dann beenden wir die Methode einfach, ohne dass wir irgendetwas machen. Der einzige Moment innerhalb unseres Soundobjektes, an dem wir die Wiedergabe von einem Sound starten können, ist, wenn der aktuell sich in diesem Ready State befindet. Wenn er sich noch in dem Loading State befindet, dann können wir den Sound nicht abspielen, weil die Datei noch nicht geladen ist. Wenn er sich in dem Playing State befindet, dann können wir den Sound nicht abspielen, weil er ja gerade schon abgespielt wird. Das heißt, wir können mit so einem Early Return am Anfang mal überprüfen, in was für einem Zustand befindet sich unser Sound aktuell. Und wenn wir nicht in diesem Ready State sind, dann ist egal, was wir sonst noch irgendwie vorhaben. Wir können eigentlich sofort aus dieser Play-Methode raus. Das bringt gar nichts, sich da weiter mit zu beschäftigen. Was wir dann machen können, ist, wir können den Player starten und wir spielen den Sound ab, und wir merken uns, dass wir jetzt in dem Playing State innerhalb dieses Soundobjektes drin sind. Also wir starten den Media Player und merken uns, okay, wir spielen jetzt gerade diesen Sound ab.
Die Stopp-Methode, die ist ähnlich. Die macht nur Sinn, wenn wir aktuell in dem Playing State sind. Also wenn wir irgendwo uns anders befinden in diesem Lebenszyklus von unserem Sound, dann macht es keinen Sinn, sich über das Stoppen von einem Sound Gedanken zu machen. Wenn wir in dem Loading State sind, dann kann der Sound ja noch gar nicht abgespielt werden oder gar nicht abgespielt sein im Moment. Deshalb müssen wir ihn auch nicht stoppen. Und wenn wir in dem Ready State sind, dann wurde der Song, der Sound noch nicht gestartet und dementsprechend macht es auch keinen Sinn, den zu stoppen. Hier sieht man vielleicht, wenn man das selber ein bisschen anders implementiert hat, auch einen großen Vorteil von diesen Enums. Wenn wir nämlich mit Boolean Flags gearbeitet hätten, also zum Beispiel sowas wie is ready und is playing, dann müssten wir an dieser Stelle zwei Abfragen machen. Wir müssten nämlich schauen, sind wir überhaupt schon bereit und spielen wir gerade irgendwie den Sound ab. Zumindest in der Play-Methode müssten beide Abfragen drin sein und über diese Liste an Zuständen können wir immer ganz explizit sagen, wenn wir gerade in diesem Zustand sind, dann machen wir das oder wir machen das eben nicht. Also ein Vorteil von sowohl definierten Zustandswerten, die sich durch eine Enum-Liste abbilden lassen. Wenn wir jetzt aber in diesem Playing State sind, dann pausieren wir unseren Player und wir spulen zurück. Wir sagen, setz dich bitte zurück auf den Anfang. Es gibt in diesem Media Player Framework auch eine Methode, die heißt Stop. Die würde ich jetzt an dieser Stelle aber nicht verwenden, weil die intern nochmal so einen Initialisierungsprozess anstößt und der Media Player dann wirklich beendet wird. Was ich hier mache, ist, ich pausiere den nur, spule den wieder zurück auf den Anfang der Soundfile und wenn ich dann das nächste Mal die Startmethode die Startmethode ausführe, dann wird direkt die Wiedergabe wieder am Anfang von der Soundfile neu gestartet. Wenn ich das gemacht habe, dann sorge ich dafür, dass ich mir auch merke, in was für einem State ich gerade mich befinde. Und wenn ich den Sound abgespielt habe und ihn dann gestoppt habe, dann bin ich in dem Ready State. Also dann kann ich den Sound erneut beim nächsten Aufruf von der Play-Methode abspielen. Wir überlegen uns jetzt noch, was wir in diesen Callback-Methoden machen, die wir bekommen oder die aufgerufen werden, weil wir auf die Zustandsveränderung von diesem Media Player lauschen. Haben uns ja einen Media Player erzeugt. Wir haben unser Sound-Objekt zu einem On-Completion-Listener und On-Prepared-Listener im Kontext von diesem Media Player erstellt bzw. gemacht. Und wir werden jetzt darüber informiert, wenn die Sounddatei vollständig geladen ist und wenn die Sounddatei einmal vollständig durchgelaufen ist. Wenn die Sounddatei geladen worden ist, dann machen wir Folgendes. Wir merken uns, dass wir in den Ready State wechseln und wenn die Sounddatei vollständig abgespielt worden ist, dann machen wir das Gleiche. Wir merken uns auch hier, dass wir jetzt wieder bereit wären, den Sound nächstes Mal abzuspielen. Also wir wandeln jetzt diese Hinweise, die der interne Media Player von unserer Soundklasse uns gibt, eben eine entsprechende Abbildung des aktuellen Sound States ab. Das Letzte, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass diese Informationen im Zweifelsfall aus dieser Soundklasse rauskommen in die anderen Bestandteile unserer Anwendung. Also dieses Soundobjekt, das kümmert sich jetzt um seinen eigenen Media Player, verwaltet da sein State, kann von außen über die Play- und Stop-Methode angesteuert werden. Aber wir brauchen sicherlich ab und zu mal Informationen darüber, wenn sich dieser Zustand des Soundobjektes ändert. Und wie man das macht, das kennen Sie mittlerweile schon zu Genüge, glaube ich. Wir implementieren auch hier so ein ganz rudimentäres Listener-Interface. Wir überlegen uns,
Was sind die Informationen, die irgendjemand, der sich für dieses Soundobjekt interessiert, gerne hätte? Also welche Zustandsveränderungen müssen vielleicht aus der Soundklasse nach außen kommuniziert werden? Wir stellen ein Interface, was entsprechende Methoden bereitstellt, um diese Informationen zu kommunizieren. Wir lassen später irgendjemanden, der diese Sounds verwaltet, dieses Interface implementieren und sorgen dafür, dass jeder Sound sich merken kann, welche andere Komponente, welche andere Instanz, die das entsprechende Interface implementiert, er informieren soll, wenn sich dieser interne Zustand des Sounds tatsächlich ändert. Das wird jetzt wesentlich weniger spektakulär, als sich das jetzt vielleicht angehört hat. Hier stellen ein neues Interface, das nenne ich Sound State Listener oder Sound Status Listener. Weiß gar nicht. Da müssen wir nicht drüber philosophieren, ob das jetzt ein State oder ein Status Listener ist. Wir lassen das einfach mal bei dem Status Listener und ich schreibe hier einfach nur zwei Methoden rein, die ganz kurz zu der Frage im Chat. Ich glaube und ich muss zugeben, dass ich nur einen kurzen Blick drauf geworfen habe, die Stopp-Methode ein bisschen mehr macht, als wir an dieser Stelle eigentlich wollen. Also die Frage im Chat ist, warum wir hier an dieser Stelle die Pause-Methode und nicht die Stopp-Methode machen. Ich sage jetzt mal so, es kann sein, dass Sie völlig recht haben und dass das mit der Stopp-Methode auch funktioniert. Ich glaube aber, dass erstens das hier auch funktioniert und dass das vielleicht eine bessere Lösung ist, weil dieser Media Player dann in einem Zustand bleibt, mit dem er schneller wieder die Sounddatei abspielen kann. Das ist aber 50% Wissen und 50% gestern auf dieses riesige State-Diagramm schauen, was in dem Android Dev Guide zu dem Media Player drinsteht. Also wenn Sie sich das auch angeschaut haben, auch selber einen gemeinsamen schnellen Blick drauf werfen. Finden wir das irgendwo schnell? Ah, genau. Das hier ist diese Media Player Klasse, die Dokumentation von der Media Player Klasse. Und hier sehen Sie die unterschiedlichen Zustände, die dieser Media Player haben kann. Ah, okay. Okay. Ganz kurz zu der Sache noch. Hier sehen Sie diese ganzen Zustände und auf der Basis von diesem Diagramm habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich das so implementiere mit dieser Pause-Methode. Sie meinen, warum wir hier in dieser On-Completion-Methode nicht die Stopp-Methode aufrufen. Jetzt weiß ich, was Sie meinen, und jetzt kann ich Ihnen auch sagen, warum. Weil das On-Completion die Sound-File, die Media-File schon in genau diesen Zustand überführt. Also dieses Zurückspulen und so weiter, das passiert da schon. Das heißt, wir müssen nur noch an dieser Stelle den Ready-State ändern. Kann ich mich natürlich auch täuschen, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Also wenn hier On-Completion aufgerufen wird, dann befinden wir uns schon in diesen Zustand und wir müssen uns intern nur noch merken, dass wir wieder in unserem eigenen Ready State sind. Aber der Media Player ist schon in genau dem Zustand, den wir an dieser Stelle gerne hätten. Erklärt das so ungefähr die oder beantwortet das ungefähr die Frage? Okay, dann machen wir weiter mit unserem Sound Status Listener. Wir wollen jetzt diese Informationen aus dem Soundobjekt rausbekommen. Und was sind irgendwie die Zustandsveränderungen, die vielleicht andere Stellen von unserer Anwendung interessieren könnten? Ich glaube, was ganz interessant wäre, wäre zu wissen, wenn ein Sound initial erzeugt worden ist, beziehungsweise zum Abspielen bereitstellt. Und es wäre ganz interessant zu wissen, wenn sich der Zustand unseres Sounds geändert hat. Also dieses on sound prepared werden wir aufrufen, wenn wir initial unseren Sound geladen haben und das on sound changed, da fehlt das D, werden wir aufrufen, wenn sich irgendwie später nochmal
der Zustand von unserem Sound ändert. Okay, ich glaube, kriege gerade auch im Twitch-Chat Bestätigung dazu, was wir gerade über die Stopp-Methode ausgemacht haben. Also ich glaube, das stimmt schon so. Vielleicht müsste man noch mal, um ganz sicher zu gehen, ein bisschen interner in die entsprechende Dokumentation und Implementierung schauen. Aber ich glaube, wir bewegen uns hier auch in einem Rahmen, wo diese Sachen wahrscheinlich keine so große Rolle spielen. Also wenn Sie das irgendwie auf einem Smartphone ausführen, die App, und dann sind da 16 Sounds drin, und selbst wenn wir jetzt hier irgendwie vielleicht so einen Vorgang doppelt oder sowas drin hätten, weil wir die Stopp-Methode nochmal aufrufen, wird sich das wahrscheinlich nicht so extrem drauf auswirken. Das sage ich jetzt aber auch deshalb, weil das jetzt vielleicht hier ja auch ein universitärer Kurs ist und wir uns vielleicht nicht um jedes Detail von dem Android-Framework kümmern müssten, wenn Sie jetzt eine App machen, vielleicht auch mit kommerziellem Interesse und da diese Media Player-Klasse verwenden, tatsächlich so als integralen Bestandteil Ihrer Anwendung, dann würde ich an Ihrer Stelle sehr genau versuchen zu verstehen, wie die funktioniert, weil das dann natürlich einfach andere Konsequenzen hat. Also wenn wir jetzt hier ein bisschen wenig performant implementieren, dann hat das nicht so viele Konsequenzen, wenn Sie irgendwie ein kommerzielles Produkt rausbringen, was signifikant auf der Media Player Klasse basiert. Dann würde ich Ihnen raten, als Entwickler und Entwicklerin auch diese Klasse möglichst gut zu verstehen, damit Sie dann auch solche Entscheidungen eben vielleicht ein bisschen bewusster und mit mehr Hintergrundwissen treffen können, als ich das jetzt getan habe. Okay. Was ich jetzt aber machen möchte eigentlich ist, ich möchte diesen Listener oder dieses Interface, was ich jetzt gemacht oder gebaut habe, um die Informationen aus dieser Soundklasse nach außen zu bekommen, auch irgendwie mit diesem Sound, Objekt verbinden. Und wir machen das ganz einfach. Wir sorgen einfach dafür, dass in dem Listener, in dem Konstruktor, eine Instanz von so einem Listener übergeben wird, und das heißt, jedes Mal, wenn so ein Soundobjekt erstellt wird, wird auch gleich diesem Soundobjekt mitgeteilt, welche andere Komponente sich für diese Zustandsveränderung interessiert. Das kann man jetzt sich auch überlegen, ob das so eine sinnvolle Variante von dem Observer-Pattern ist. Wir haben dann so eine 1-zu-1-Beziehung. Ein Soundobjekt hat einen Listener. Das kann man auch anders implementieren. Man könnte sich auch überlegen, dass es vielleicht mehrere Status-Listener gibt für diesen Sound und würde dann entsprechende Datenstruktur vielleicht implementieren, in der diese Listener intern gespeichert sind. Also klassische Variante von dem Observer-Pattern. In unserem Beispiel reicht aber diese 1-zu-1-Beziehung. Jeder Sound wird später genau einen Ansprechpartner in Anführungsstrichen haben, der über diese Zustandsänderung informiert wird. Und damit das funktioniert, erstellen wir uns eine entsprechende Instanzvariable und speichern da den Wert rein, den wir im Konstruktor übergeben bekommen. Und dann benutzen wir die Methoden, die dieser Listener, der sich jetzt hier im Konstruktor mit uns verknüpft hat, so anbietet, um die unterschiedlichen Zustandsänderungen innerhalb unserer Anwendung zu kommunizieren. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn wir hier an unterster Stelle den Sound initial präpariert haben. Da rufen wir im Listener die OnPrepared-Methode auf und übergeben uns selber und sagen damit dem angeschlossenen Listener, wenn wir hier an dieser Stelle angekommen sind, also wenn der Media Player fertig initialisiert wird, dann geben wir die Informationen weiter, dass dieser Sound jetzt initial einmal in den Zustand überführt worden ist, in dem er abgespielt werden kann. Machen Sie sich vielleicht auch Gedanken, ob man an dieser Stelle nicht so eine kleine Überprüfung einbauen könnte, zum Beispiel sowas. Nur wenn tatsächlich auch ein Listener vorhanden ist, dann
Rufen wir die entsprechende Methode auf, also vermeiden da irgendwie so Nullpointer-Exceptions. Wir könnten das auch entsprechend dadurch realisieren, dass wir hier oben vielleicht im Konstruktor darauf achten, dass hier unbedingt eine Instanz eines Listeners übergeben wird. Aber das lasse ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber weg verweise an der Stelle einfach nur auf den Lösungsvorschlag, in dem ich da ein bisschen defensiver programmiert habe. Wenn wir fertig sind mit dem Abspielen, rufen wir die SoundStaged-Methode auf, also SoundStageChanged-Methode auf, sagen also dem angeschlossenen Listener, wir wechseln jetzt wieder in einen anderen Zustand, und das machen wir jedes Mal, wenn wir unseren Zustand verändern. Und jetzt sehen Sie hier, das ist so ein bisschen Duplicate Code. Ich habe so ein paar Ideen im Hinterkopf, wie man das optimieren könnte. Wir lassen es jetzt einfach so. Das ist jetzt nicht so schlimm, jedes Mal dann diese Listener-Methode zu callen. Das Prinzip ist, wenn sich intern unser Zustand ändert, und das sehen wir ganz gut daran, wenn wir die entsprechende Instanzvariable ändern, dann ändern wir ganz bewusst, oder wir repräsentieren ganz bewusst einen neuen Zustand durch den entsprechenden Wert. Dann informieren wir auch den angeschlossenen Listener darüber, dass wir jetzt an dieser Stelle eben entsprechend eine Zustandsveränderung von dem jeweiligen Soundobjekt vorgenommen haben. Als nächstes bauen wir uns eine Manager-Klasse, die jetzt diese ganzen Sounds erstmal initialisiert und dann auch überwacht. Und das ist so der letzte Baustein von dieser ganzen Sound-Klasse, von diesem logischen Teil unserer Anwendung. Wenn wir das jetzt noch hinbekommen, dann sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Dann kann ich Ihnen nämlich im Anschluss noch ein bisschen was zu dem User-Interface zeigen, wie ich diese Buttons zum Beispiel gestaltet habe, und Sie können sich dann die Arbeit mit dem Adapter in dem Lösungsvorschlag anschauen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Sound-Problematik. Wir haben jetzt so ein einzelnes Sound-Objekt oder eine Klasse erstellt, die einen einzelnen Sound repräsentiert. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Komponente in unserer Anwendung, die die Aufgabe wahrnimmt, die Sounds, die wir brauchen, diese 12 Soundfiles zu verwalten, das Abspielen dieser Sounds zu ermöglichen und als Mediator zwischen dem Rest unserer Anwendung und eben diesem Pool an Sounds zu arbeiten. Das ist die Aufgabe von dem Sound Manager, der nimmt eben genau diese Aufgabe oder diese Funktion innerhalb der Anwendung wahr. Der wird sich darum kümmern, dass auf Basis von unseren Sound Assets 16 oder 12 einzelne Sounds erstellt werden, wird eine Schnittstelle anbieten, mit der andere Komponenten auf diese Sounds zugreifen und die modifizieren bzw. abspielen können in dem Fall, und wird auch die Informationen, die Zustandsveränderungen dieser Sounds in vielleicht einer aggregierten Form nach außen weitergeben. Also wir haben dann immer so einen Kommunikationsverlauf, der hierarchisch ist. Ganz unten sind die einzelnen Sounds, darüber der Sound Manager und darüber der Rest unserer Anwendung. Kein Teilbereich unserer Anwendung kommuniziert irgendwie direkt mit den Sounds, sondern macht es immer über diesen Mediator des Sound Managers. Das implementieren wir jetzt noch gemeinsam. Ich erstelle eine neue Klasse in unserem Soundpaket, die nenne ich Sound Manager, und überlege mir mal, was die alles braucht an Informationen, um ihre Aufgabe wahrzunehmen. Mal ganz kurz einen Schluck. Wir brauchen auf jeden Fall eine Datenstruktur, in der wir unsere Sounds abspeichern. Und der Einfachheit halber nehmen wir dafür eine ArrayList. Also da speichern wir unsere 12 Soundinstanzen rein. Dann greife ich schon mal vorweg, die Manager-Klasse, die wird ein bisschen mit den Sounds arbeiten müssen. Die wird diese File-Deskriptoren, diese Dateideskriptoren erzeugen müssen. Also die wird ein bisschen Aufgaben übernehmen, die mit Ressourcen
innerhalb des Android-Betriebssystems zu tun haben. Und dafür brauchen wir einen Kontext. Also wir brauchen irgendwie den Kontext einer Activity, damit wir bestimmte Methoden aufrufen können innerhalb dieses Managers, um zum Beispiel aus den Ressourcen-IDs diese Repräsentation von den eigentlichen Dateien zu erzeugen. Deshalb braucht dieser Manager, um seine Arbeit zu erledigen, diesen Kontext als Instanzvariable wahrscheinlich sogar, weil er den an verschiedenen Stellen braucht, und deshalb speichern wir den entsprechend auch innerhalb des Manager-Objektes dann später ab. Das kennen Sie mittlerweile wahrscheinlich schon, wenn Sie irgendwie Funktionalität, die man in einer Activity durchführt, klassischerweise auslagern wollen, weil Sie Ihre Anwendung vielleicht ein bisschen besser strukturieren möchten. Also Sie teilen irgendwie alles das, was die Activity macht, auf unterschiedliche Klassen auf, dann ist es häufig so, dass Sie diesen Kontext so als Abhängigkeit weitergeben müssen. Ich weiß nicht, ob man das schon Dependency Injection oder sowas nennen kann. Der Manager braucht nun mal jetzt einfach irgendwie einen Kontext, um seine Aufgabe zu erledigen. Deshalb geben wir meistens im Konstruktor diese Information mit. Der speichert sich der Manager diesen Kontext ab, indem er sich bewegt bzw. indem er arbeitet. Und wenn er dann die entsprechenden Funktionalitäten dieses Kontexts braucht, greift er über die Instanzvariable darauf zu. Auch hier wieder könnte man sich überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen anders gestaltet, ein bisschen defensiver, aber das wird, glaube ich, nicht zu allzu großen Problemen kommen. Ich erstelle mir einen Konstruktor, mache das hier auch mal ein bisschen größer, damit Sie besser sehen, was ich hier mache. Ich erstelle einen Sound Manager Konstruktor und der bekommt übergeben den Kontext und speichert sich den im, was habe ich jetzt hier falsch geschrieben? Machen wir mal ganz schnell ein Refactoring, um den Fehler hier auszubessern. Datei ändern wir auch. Warum wird das jetzt nicht gemacht? Jetzt sind wir wieder da. Okay. Jetzt passt auch der Konstruktor. Wir speichern uns den Kontext in unserer Kontextklasse ab und wir erzeugen unsere Sounds, und das machen wir wieder in einer separaten Datei, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter, in einer separaten Methode, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Also am Anfang, wenn der Sound Manager geladen wird, speichern wir uns nur den Kontext ab und beginnen damit, diese einzelnen Sounds zu laden. Was müssen wir am Anfang machen? Wir erzeugen uns unsere Array-Liste, in der wir die einzelnen Sounds abspeichern möchten, und dann beginnen wir damit, aus diesen Werten hier solche Soundobjekte zu erstellen. Also wir wandeln jetzt diese Informationen um in konkrete Java-Objekte, die wir in unserer Anwendung verwenden können. Ich glaube, jetzt habe ich ja schon wieder irgendwie hier einen Fehler drin. So, jetzt müsste es ungefähr passen. Okay, ich möchte in dieser Load-Methode, Load-Sounds-Methode, aus jedem dieser Assets ein Soundobjekt erstellen und das in dieser Array-Liste erstmal abspeichern. Ein toller Vorteil von Enums ist, ich kann über die Werte ganz leicht iterieren, die ich dort gespeichert habe, zum Beispiel mit so einer wunderbaren for-each-Schleife. Ich greife auf die Werte zu, die in dem Enum gespeichert sind. Das passiert mit dieser Values-Methode. Da bekommen Sie ein Array zurück, in dem alle diese Informationen hier gespeichert sind. Also diese Liste in Form eines Arrays. Und wir können mit der for-each-Schleife da wunderbar drüber iterieren. Das Erste, was wir machen, ist, wir erzeugen uns aus dieser ID, die in jedem Asset gespeichert ist, einen File-Descriptor. Und verwenden dazu den Kontext, den wir in diesen Manager hineingegeben haben, die
Get-Resource-Methode und die, ich muss selber ganz kurz spicken, genau, die Open-Raw-Resource-Methode. File-Descriptor. Genau, das ist die Methode. Diese Methode wandelt aus einer ID, die wir übergeben, die auf eine dieser Ressourcen verweist, oder wandelt diese ID in einen File-Descriptor um. Damit weiß dann das Betriebssystem oder unser Android-Framework, wo diese Datei tatsächlich liegt, und kann die später, und das haben wir ja schon implementiert, dem Media Player übergeben, um dieses Soundfile dann am Ende tatsächlich auch zu laden und abzuspielen. Und die ID, die wir hier brauchen, die steht ja hier als Eigenschaft ID in jedem dieser Einträge des Enums. Das heißt, wenn wir über das Enum iterieren, können wir uns über das Asset und den Wert ID genau diesen Wert auslesen. Dann können wir unseren neuen Sound erstellen. Wir haben dann alle Informationen parat, die wir brauchen. Wir erstellen ein neues Soundobjekt. Das bekommt übergeben in der richtigen Reihenfolge die Datei, die wir gerade eben erstellt haben, diesen File-Descriptor, den Titel, den holen wir uns auch aus dem jeweiligen Enum-Wert raus, und ein Sound-Status-Listener. Das haben wir ja gerade eben so implementiert. Direkt bei dem Erzeugen von jedem Soundobjekt wird auch die Information mitgegeben, wer sich für dessen Zustandsveränderung interessiert. Und in unserem Fall soll das dieser Sound-Manager sein, der zu diesem Zweck den Sound Status Listener implementiert, die entsprechenden Methoden onPrepared und onSoundStaged entsprechend umsetzt und dann hier beim Konstruieren von dem jeweiligen Soundobjekt übergeben wird. Dann haben wir unser Soundobjekt und wir fügen das zu unserer ArrayList hinzu. Und das machen wir für jeden Eintrag des Enums hier und wandeln damit diese Informationen, die irgendwo in dem Enum rumliegen, in konkrete Soundobjekte um. Dann brauchen wir Methoden, die den Zugriff auf diese Sounds, die wir hier bereitstellen, für externe Komponenten unserer Anwendung ermöglicht. Dieser Sound Manager soll ja nicht einfach nur eine Liste von Sounds haben, sondern damit möchte ich irgendwie auch was machen können. Ich möchte die zum Beispiel abspielen können. Dazu schreibe ich mir eine Methode, eine öffentliche Methode, public void toggle sound, und übergebe die ID eines Soundes, den der Manager jetzt entweder abspielen oder pausieren soll. Diese ID, die ich hier als Parameter übergebe, ist der Wert, der hier drin gespeichert wird. Das heißt, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, jedes dieser Soundobjekte soll über eine eindeutige ID verfügen, und die können wir sicher auch innerhalb der Anwendung kommunizieren. Wir müssen nicht das ganze Soundobjekt immer rumgeben, sondern wenn diese Information irgendwo außerhalb von des Soundmanagers existiert, können andere Komponenten über diese ID dann ganz gezielt zum Beispiel einen Sound abspielen, indem sie die ID als Parameter übergeben. Der Soundmanager schaut sich jetzt an, welcher Sound ist damit gemeint, und spielt den dann entsprechend ab. Wie machen wir das? Wir implementieren zuerst eine kleine Hilfsmethode, die uns anhand von einer übergebenen ID den richtigen Sound aus dieser ArrayList aussucht bzw. raussucht. Das heißt, wir schreiben vielleicht so eine Methode, getSoundById, und wir machen das jetzt ganz einfach. Wir iterieren über die komplette ArrayListe, schauen jeweils nach, ob der Wert, den wir gerade haben, sound.getID müsste es, glaube ich, heißen, getSoundID, die ID hat, die wir als Parameter übergeben. Wenn das der Fall ist,
Dann geben wir diesen Wert zurück und wenn wir die ganze Vorschleife durchgelaufen sind, jeden Eintrag angeschaut haben und keinen Sound gefunden haben, der zu der ID passt, dann geben wir Null zurück als Hinweis, okay, da ist kein Sound gefunden worden. Ich überlege gerade, was ich Ihnen jetzt sagen wollte. Ich wollte Ihnen gerade irgendwie was super Wichtiges sagen zu diesem Punkt. Mir fällt es jetzt aber tatsächlich nicht ein. Ich glaube, ich weiß, was ich Ihnen sagen wollte, dass es auch wahrscheinlich bessere Möglichkeiten gibt, dieses Lookup irgendwie durchzuführen. Wir haben jetzt eine Array-Liste und auch hier wieder bei dieser überschaubaren Menge von Einträgen in der Array-Liste ist es, glaube ich, nicht verkehrt, einfach so einen ganz banalen Ansatz zu machen, um diesen Eintrag da rauszufischen. Wenn Sie mehr Sounds haben, wenn Sie vielleicht andere Daten haben, bei denen Sie gezielt einen Eintrag aus einer Datenstruktur anhand von einer Eigenschaft dieser Werte rausfischen müssen, dann überlegen Sie sich mal, ob Sie nicht vielleicht andere Datenstrukturen kennen, die das besser machen können. Zum Beispiel sowas wie eine Hashmap. Das wäre eine Möglichkeit, wo Sie jedem Eintrag ganz gezielt auch einen Key zuweisen können und dann könnte das ja zum Beispiel die ID sein und Sie müssten dann, wenn Sie den Wert raussuchen möchten, eben nicht im Zweifelsfall über das ganze, die ganze Liste iterieren, sondern würden diese performanten oder optimierten Zugriff innerhalb einer Hashmap benutzen. Machen wir hier aber nicht. Wir bleiben bei unserer ArrayList und haben so einen ganz naiven Ansatz, um den richtigen Sound rauszusuchen. In meiner ToggleSound-Methode nutze ich die Methode jetzt, um mir den Sound rauszusuchen, den ich hinsichtlich seines Abspielvorgangs umschalten soll. Also diese ToggleSound-Methode soll so funktionieren, dass wenn der Sound gerade nicht abgespielt wird, er jetzt gestartet wird und wenn er gerade abgespielt wird, soll er gestoppt werden. Und das finde ich heraus, indem ich mir von diesem Sound-Objekt den State auslese und schaue, ob der aktuell im Playing Mode ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stoppe ich ihn und im anderen Fall starte ich ihn. Kann man auch umdrehen mit entsprechenden unterschiedlichen Abfragen hier oben. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir Informationen nach außen geben müssen aus dieser Klasse. Wir haben jetzt irgendwie die Sound-Klasse angelegt, die gibt irgendwie ihre Zustandsänderungen an den Sound-Manager weiter. Der Manager erlaubt das Abspielen von einzelnen Sounds und jetzt kann dann natürlich der Fall eintreten, dass ich durch dieses Toggling, also durch dieses Starten bzw. vom Stoppen von einem Sound der Zustand eines einzelnen Sounds ändert. Das würde dann in diesen Methoden münden und auch hier wieder müssen wir irgendwie eine Schnittstelle schaffen, wie aus dem Manager wieder eine Ebene höher diese Informationen innerhalb unserer App kommuniziert werden können. Und auch das wieder funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie wir Manager und Sound verbunden haben. Wir erstellen einen Listener, der Methoden vorgibt, mit der andere Komponenten über die Statusveränderung von dem Manager jetzt in diesem Fall informiert werden können. Wir implementieren hier noch ein bisschen Code, mit dem der Manager sich einen solchen Listener merken kann und der Manager informiert dann diesen Listener, wenn er selber über Veränderungen eines einzelnen Sounds informiert wird. Machen wir das noch schnell zusammen. Ich erstelle noch mal ein neues Interface, nenne das Sound Manager Listener, implementiere zwei Methoden in diesem Interface. Einmal eine Methode onSoundReady, die wird ausgeführt und kriegt den jeweiligen Sound übergeben, wenn einer dieser Sounds geladen worden ist. Und wir haben onSoundStateChangedListener, onSoundChanged. Und auch die bekommt einen Sound übergeben, wird ausgeführt, wenn der Manager bemerkt hat, dass sich der State von einem Sound geändert hat. So einen Listener übergeben wir
im Konstruktor an unseren Soundmanager. Soundmanager Listener. Speichern uns den wieder in einer Instanzvariable. Das kann man gar nicht oft genug machen, auch wenn man das vielleicht schöner machen könnte, aber alleine durch diese Tatsache, dass man immer dieses Repetitive einfach bei den Objekten auf eine sehr ähnliche Art und Weise umsetzt, kommt das auch irgendwann dann hoffentlich so in ihrem Kopf an, dass sie jetzt ohne großes Überlegen so ein klassisches Listener-Interface implementieren können, um zwei Komponenten zu verbinden. Also Sie sehen, das ist immer das gleiche. Listener oder Interface, was die Methoden vorgibt, Injection von diesem Listener in die jeweilige Klasse, die merkt sich das, gibt die Informationen dann an geeigneter Stelle nach außen zurück und irgendeine andere Komponente, die diese jetzt in dem Fall Manager erstellt, übergibt im Konstruktor sich selber als Rezipient für diese Zustandsveränderung. Das ist immer das Gleiche, es kann im Detail ein bisschen anders ausschauen. Je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem, das dann auch tatsächlich ohne groß zu überlegen zu implementieren. Wir merken uns den Listener im Konstruktor und wenn wir jetzt hier unten die Information von einem einzelnen Sound bekommen, das er erstellt hat, geben wir das weiter an den entsprechend angeschlossenen Manager-Listener und teilen dem mit, dieser Sound ist jetzt fertig und kann zum Beispiel jetzt als Button im User-Interface angezeigt werden. Und wenn sich der Zustand eines Sounds ändert, dann geben wir auch das weiter. Und das ist dann vielleicht die Information, wir haben jetzt einen Sound aus diesem Ready State in den Playing State überführt und vielleicht wäre das jetzt ein guter Moment, das User Interface zu aktualisieren und diese Zustandsveränderung dort auch zu präsentieren. Damit ist unser Manager abgeschlossen und wir könnten jetzt damit beginnen, den in der Activity zu initialisieren und dort unsere Soundobjekte zu erstellen und dann damit beginnen, das User Interface zu implementieren. Ich möchte jetzt ganz kurz, weil wir mit der Zeit jetzt auch gut durch sind, noch ganz kurz ein paar Stellen in diesem Lösungsvorschlag zeigen, die Sie sich auf jeden Fall nochmal anschauen können, die was mit diesem ursprünglich erwähnten Ziel, das Ganze vielleicht ein bisschen hübscher oder gebrauchstauglicher zu gestalten, tatsächlich was zu tun haben. Ich habe für die Activity folgendes Layout vorbereitet. Das ist relativ einfach. Ich habe hier oben einen Titel für meine Anwendung, ein bisschen erklärenden Text und in der Mitte so ein Recycler-View und der Recycler-View wird sich darum kümmern, dass diese Button, so wie Sie das in den Folien gesehen haben, hübsch dargestellt werden nebeneinander. Jeder einzelne Button ist durch ein eigenes Layout definiert. Also ich habe ein Layout für diese Buttons definiert, die werden genutzt in dem Adapter, um diese einzelnen Einträge von dem Recycler View dann darzustellen. Diese Buttons bestehen aus einem Image Button und einem darunter stehenden Text. Das sind beides Informationen, die in diesem einzelnen Layout festgehalten werden und der Image Button, der hat dieses Background, hat dieses, diese Grafik, dieses, dieses Play-Icon zentral, um zu repräsentieren. Hier kann man draufklicken und dann wird irgendwas abgespielt. Dieses Drawable finden Sie hier an dieser Stelle als XML und das können Sie erzeugen oder in Ihre Anwendung importieren, indem Sie in diesem Drawable-Ordner oder in dem Resources-Ordner ein neues Image-Asset erstellen und hier sich dann zum Beispiel aus den vorhandenen Clip-Arts irgendwie eins raussuchen und das in Ihr Projekt importieren. Das habe ich hier gemacht und habe damit diesem Image-Button erstmal dieses Bild hier hinten gegeben. Ganz kurz zur Klausur, habe ich eigentlich, glaube ich, schon bekannt gegeben, war zumindest am Anfang vom Stream mal zu sehen. 4. August ist der genaue Klausurtermin. Steht aber, glaube ich, auch schon im Forum. Und ja, wir probieren irgendwie nächste oder übernächste Woche vielleicht mal aus, wie das mit dieser Online-Klausur funktioniert. Also Klausurtermin, 4. August.
wird eine Online-Klausur werden und wir probieren nächste oder übernächste Woche aus, wie das genau funktioniert, damit Sie alle schon rechtzeitig wissen, ob die Technik bei Ihnen klappt. Ganz kurz nochmal zu diesem Button. Der Hintergrund von diesem Button, dieses rote, mit leicht abgerundeten Ecken dargestellte Quadrat und diesem Schatten, der wird in dieser XML-Datei definiert. Das ist eine Darstellung, in der Sie Formen innerhalb von Android definieren können. In diesem Fall sind das zwei abgerundete Rechtecke, die so leicht verlagert übereinander liegen. Also wir haben hier oben den Hintergrund, das ist dieses, was Sie ganz unten so leicht bräunlich sehen. Das ist eigentlich auch ein Rechteck. Wenn ich das hier rauslösche, sehen Sie, wie das eigentlich ausschaut, nämlich in dieser dunklen Farbe. Und da drüber lege ich nochmal ein Rechteck mit eigentlich den gleichen Dimensionen, mit einer etwas anderen Farbe und leicht nach oben versetztem Abstand. Und was ich damit erzeuge, ohne viel Aufwand, ist diese Form der Buttons, die dann tatsächlich so ein bisschen was Haptisches haben. Also nur dieses leichte Verschieben von dem darunterliegenden Rechteck um ein paar Pixel und eine etwas dunklere Farbe sorgen dafür, dass sie dann gleich so einen haptischereren, dreidimensionaleren Effekt haben. Und es schaut einfach ein bisschen schöner aus und man erkennt vielleicht eher, dass es tatsächlich ein Button ist, den man anklicken kann. Das nächste, was ich gemacht habe, um das User Interface ein bisschen zu verbessern, ich habe eine zweite Variante von diesem Hintergrund definiert. Dieser Hintergrund wird auf die Buttons gesetzt. Das ist hier der Fall. Also da sage ich, als Hintergrund soll diese XML-File benutzt haben, in der ich diese beiden Shapes definiert habe. Und dann habe ich eine zweite Variante definiert, die ein bisschen anders ausschaut, wo andere Farben verwendet werden. Und wenn sich der Sound State ändert, dann werden wir im User Interface, während der Sound abgespielt wird, diesen Hintergrund verwenden. Und wenn er gerade nicht abgespielt wird, wird der normale verwendet. Also ich habe zwei unterschiedliche Hintergrundgrafiken, wenn Sie so wollen, die die unterschiedlichen Zustände von meinem Sound widerspiegeln. Einmal, er wird gerade abgespielt und er wird nicht abgespielt. Und da habe ich auch wieder mit sehr wenig Aufwand, das ist dann eine Zeile innerhalb von unseres Adapters, der je nach Soundstate dann einen anderen Hintergrund für das jeweilige View setzt, gleich sehr viel erreicht, weil ich eben den Nutzern, den Nutzerinnen ganz klar sagen kann, was jetzt tatsächlich der Zustand von nicht nur diesem Button, sondern dann auch mit dem entsprechenden Sound, der darunter liegt, tatsächlich ist. Das Letzte, was ich Ihnen noch zeigen möchte, und dann mache ich auch Schluss für heute, ist die Colors-Datei. Das kennen Sie schon. Da können Sie Farben angeben, die Sie innerhalb Ihrer Anwendung verwenden können. Die können Sie dann überall, wo es irgendwie um Farben geht, referenzieren. Und das ist nicht das Interessante. Also, dass man hier irgendwie unterschiedliche Farben darstellen kann, ist was, was Sie schon kennen. Was ich Ihnen kurz zeige, ist eine Webseite, die ganz nett ist für Sie, wenn Sie sich vielleicht irgendwie nicht unbedingt als der große Designer sehen. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn man mit Farben arbeitet, ist, dass die irgendwie aufeinander abgestimmt sind, dass man so eine Farbpalette hat, die man an bestimmten Stellen in der Anwendung wiederholt verwendet. Also verwenden Sie nicht zu viele unterschiedliche Farben, verwenden Sie nicht zu viele Farben, die irgendwie nicht zueinander passen, sondern versuchen Sie irgendwie so ein stimmiges Set an vielleicht ein oder zwei Primärfarben zu haben, die Sie innerhalb Ihrer Anwendung verwenden und halten Sie irgendwie so ein paar Akzentfarben, die Sie vielleicht für bestimmte Schatten oder Hervorhebungen oder sowas verwenden können, vor. Und wenn Sie dann innerhalb dieses Farbrahmens bleiben, für die Gestaltung von den unterschiedlichen grafischen Elementen Ihrer Anwendung, dann gewinnen Sie damit schon eine ganze Menge, was irgendwie einfach dieses ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Anwendung angeht. Und weil man das vielleicht nicht unbedingt irgendwie automatisch im Kopf hat, welche Farben zusammenpassen, können Sie solche Farbpalettengeneratoren verwenden und da werden Ihnen dann auf Knopfdruck ganz, ganz viele Kombinationen vorgestellt von Farben, die einfach aus einer ästhetischen Perspektive gut zusammenpassen. Also es gibt ja genug Farbtheorie, mit der man mathematisch berechnen kann, welche Farben vielleicht irgendwie gut
oder komplementär zueinander passen. Und hier können Sie sich durchklicken und wenn Sie irgendwie eine Palette gefunden haben, die Ihren Vorstellungen entspricht, dann verwenden Sie die für, ich hoffe, ich habe jetzt keine Flickeranfälle oder sowas ausgelöst, verwenden Sie die für die Gestaltung von Ihrer Anwendung. Der letzte Teil, der jetzt in der Implementierung noch fehlt, ist aus diesen Bausteinen bezüglich der Layouts dann das entsprechende User Interface zusammenzubauen und dann dort eben entsprechend mit dem Recycler View, mit dem Adapter diese Buttons anzuzeigen und dann aus der User Interface-Ecke zurückzukommen in diesen Soundbereich. Dort durch Klicks auf die Buttons die entsprechenden Zustandsveränderungen auszulösen und das Ganze dann zu einem großen Ding zusammenzubauen. Das schaffen wir jetzt aber leider heute nicht mehr. Nochmal der Hinweis, einen Lösungsvorschlag gibt es da und auch nochmal danke an die Fachschaft für den Hinweis, dass es auch für Android so ein richtiges Farbgeneratoren-Tool gibt. Grundsätzlich vielleicht nochmal der Hinweis, es gibt ganz, ganz viele Werkzeuge, die Sie so entdecken werden in diesem Kontext von Android, die Ihnen ganz, ganz viel Arbeit beim schönen, in Anführungsstrichen, Gestalten von Ihrer Anwendung abnehmen. Dazu gehören zum Beispiel solche Generatoren, da gehört aber zum Beispiel auch diese ganze Funktionalität von dem Android Studio zu, mit der man ganz gezielt irgendwie Cliparts oder Grafiken, Vektorgrafiken für alle möglichen Bildschirmgrößen erstellen kann. Also nutzen Sie sowas ganz intensiv, um Ihre Anwendung vielleicht auch einfach, so dumm es klingt, ein bisschen hübscher zu machen. Es ist immer schöner, wenn man irgendwie an was arbeitet, was man auch gerne anschaut und gerne verwendet. Und es ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Können sich ja mal das der fertigen im Lösungsvorschlag anschauen. Und ich hoffe, Sie stimmen mir dann zu, dass das User Interface ein bisschen attraktiver ist als das, was man vielleicht ursprünglich für dieses Soundboard gewählt hat. Das war's jetzt aber erstmal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit so früh am Morgen und wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie sich jetzt selber nochmal mit dieser Aufgabe beschäftigen. Ich hoffe, Sie haben auch die Übungsaufgabe für die nächsten beiden Wochen gesehen, in denen Sie diese kleine Wetter-App zusammenbauen sollen. Nehmen Sie das bitte auch ernst und nehmen Sie das vor allem wahr. Ich glaube, das ist dann so ein ganz netter Übergang aus dieser Übungsphase in die Projektphase, wenn Sie sich jetzt nochmal mit einem etwas größeren, kleinen Beispiel beschäftigen. Und ich würde Ihnen auch raten, das vielleicht gleich in der Gruppe zu machen. Dann sehen Sie schon mal, wie gut Sie irgendwie zusammenarbeiten können und was Sie vielleicht dann für das eigentliche Projekt noch verbessern können. Klausur gibt es am 4. August und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal im Stream und dann wahrscheinlich vielleicht auch in der übernächsten Woche nochmal in einer gemeinsamen Veranstaltung, in der wir nochmal über Ihre Projekte sprechen und vielleicht auch einen Blick auf die Klausurvorbereitung werfen. Das war's jetzt aber. Vielen Dank und auf Wiedersehen.